Mein Name ist Dieter Faulenbarter-Costa. Ich bin seit 1990 mit dem Flughafen BER beschäftigt, im Standardsuchverfahren bis zum Raumordnungsgenehmigungsverfahren, auch jetzt zur Inbetriebnahme und im Betrieb immer wieder gefragt, warum es immer wieder Probleme mit diesem Flughafen gibt. Mein Name ist Matthias Stefke, ich bin Mitglied des Landtags, Mitglied der Fraktion BVB Freie Wähler. Ich bin seit 20 Jahren mit dem Thema BER beschäftigt, als Einwohner der Gemeinde Blankenfelde-Marlow, der am schwersten betroffenen Gemeinde auf der Westseite des Flughafens, wenn nicht sogar deutschlandweit. Bin Mitglied des Sonderausschusses des Landtages zum BER gewesen und jetzt Mitglied im Untersuchungsausschuss des BER. Und befasse mich mit der Frage, wie kann es gelingen, dass dieser Flughafen, die Flughafengesellschaft, endlich mal wirtschaftlich arbeitet. Ja, Herr Faulenbarter-Costa, der BER ist das Sorgenkind Brandenburgs, auch Berlins, auch des Bundes. Die drei Gesellschafter schießen jedes Jahr Hunderte von Millionen rein in die Flughafengesellschaft. Was ist Ihre Meinung, Ihre fachliche Beurteilung? Wie kann man diesen Flughafen, die Flughafengesellschaft, doch irgendwann mal auf finanziell stabile Füße stellen? Naja, auf finanziell stabile Füße kann man den Flughafen stellen, entweder wenn die Gesellschaft da weiterhin wie bisher Milliarden nachschießen ständig, oder aber man überlegt, wie der Flughafenbetrieb organisiert wird. Und da gibt es aus meiner Sicht durchaus Lösungen, indem man sagt, wir reduzieren uns auf den eigentlichen Kernbetrieb, nämlich die Premiumgesellschaften, die Linienfluggesellschaften. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man eine Betreibergesellschaft gründet, die nur das Grundstück beinhaltet, also ein sogenanntes amerikanisches Betreibermodell, und alles, was oben drauf ist, machen die Fluggesellschaften und bauen und betreiben. Und das dritte Modell wäre eine Insolvenz, die allerdings, denke ich mal, bei drei öffentlichen Anteilseignern schwierig ist. Was wäre jetzt kurz- oder mittelfristig möglich überhaupt, um die Flughafengesellschaft aus den roten Zahlen rauszukriegen? Naja, der Flughafen BER hat eine Besonderheit. Es ist der Flughafen mit dem höchsten Anteil an Low-Cost-Verkehr in Europa, von den großen Flughäfen. Der Flughafen mit fast 65-66% Low-Cost-Anteil. Und mit Low-Cost-Verkehr kann man kein Geld verdienen. Und deshalb sollte sich der Flughafen, das, was wichtig ist, auf den Premium-Verkehr, also den klassischen Linien- und Ferienflugverkehr, konzentrieren. Damit kann er Geld verdienen. Entsprechend die Entgelte, die Gebühren so anheben, dass entweder die Low-Cost-Carrier von sich aus gehen oder aber die hohen Entgelte bezahlen, der Flughafen wirtschaftlich betrieben werden kann. Nun ist hier ein riesiger Ausbauplan in der Schublade, der sogenannte Masterplan 2040. Das soll ja mal auf bis zu 55 Millionen Passagieren für die Abfertigung dann reichen. Wie beurteilen Sie diesen Ausbauplan? Gut, der belegt erstmal, dieser Ausbauplan, nachdem man den Flughafen gerade in Betrieb genommen hat, dass die Planung ein fehlerhaft war. Denn ein Flughafen, den man in Betrieb nimmt, der sollte die nächsten 10 Jahre ohne weitere Ausbaumaßnahmen betrieben werden können. Flughafen München hat erst eine Erweiterung 15 Jahre, nachdem das Terminal in Betrieb genommen wurde, die Erweiterung des Terminals geplant bzw. realisiert. Auch der Flughafen Frankfurt hat über 20 Jahre nach der Inbetriebnahme des Terminals 1 erst das Terminal 2 gebaut. Und so kann man die Flughäfen durchgehen und deutlich machen, dass eine Erweiterung immer erst frühestens nach 10 Jahren sein sollte. Denn ein Flughafen, der permanent in den Investitionen Geld für die Investitionen Geld braucht und abschreiben muss, wird niemals wirtschaftlich werden. Und deshalb muss es ein Ende der Investitionen geben. Das, was man hat, damit sollte man den Flugbetrieb die nächsten 10, 15 Jahre betreiben und nur maximale Bauinvestitionen, also Unterhaltungsinvestitionen tätigen, aber keine Ausbauinvestitionen. Aus den Ausführungen von Herrn Faulenbarter-Costa wird für uns als Landtagsfraktion deutlich, der Ausbauplan BER, Masterplan BER 2040, sollte jetzt auf Eis gelegt werden. Wir sollten wirklich diese nächsten 10, 15 Jahre erstmal innehalten und sollten den Flugbetrieb von der Abfertigung und so weiter auf solide Füße stellen und nicht in den nächsten Jahren weitere geplante Milliarden investieren. Die Flughafengesellschaft ist nur überlebensfähig durch die Zuschüsse der drei Gesellschafter Bund, Berlin und Brandenburg in Größenordnung von mehreren hundert Millionen, Milliarden Euro. Dieses Geld können wir über die nächsten Jahre nicht weiter aufbringen, ohne
Verwerfung im Landeshaushalt damit zu produzieren, immer weniger Geld zur Verfügung zu haben für wirklich dringende, notwendige Investitionen im Land Brandenburg generell. Und deswegen werden wir im Novemberplenum einen Antrag einbringen, dass der BER-Ausbau gestoppt wird, bis 2030 auf jeden Fall, dass dann evaluiert wird, wie hat sich denn der Flugbetrieb entwickelt, wie haben sich die Kosten, die hier entstanden sind für den Bau, ursprünglich mal 2 Milliarden geplant, auf jetzt fast 7 Milliarden Euro gewachsen, wie haben die sich amortisiert, und dann kann man weitere Überlegungen anstellen zum weiteren Ausbau. Und wir sind sehr gespannt, wie die Debatte dazu im Landtag verläuft und mit welchen Argumenten man unseren Antrag begegnet und vermutlich ablehnt.